verlassen Vistamar Marina bei 30 Knoten Wind und wollen jetzt Richtung Coima, also ca. 180 Meilen. Autopilot scheint zu funktionieren. Also bis jetzt noch keine Zeichen an Aussetzern. So. Bye bye, Vistamar Marina. Noch 40 Meilen bis Punta Mala. Diesmal sieht das Wetter wesentlich besser aus. Und die Annette, die bereitet schon unser Abendbrot vor. Den kannst du auch anfassen. Der macht gar nichts mehr. Ein erschöpfter Vogel ist hier bei uns an Deck gelandet. Ist er irgendwo gegengeflogen? Weiß nicht, ich bin einfach mal hier. Oh. Morgen. Morgen. So, diesmal haben wir Punta Mala gleich im ersten Anlauf geschafft. Ja. Da hinten. Und wir sind richtig unterwegs gewesen heute, ne? Wie war deine Wache? War sehr angenehm. Alles gut. Ein bisschen böig manchmal, aber alles kein Problem. Sehr gut, also ich bin während meiner Wache immer zwischen 7,5 und 8,5 Knoten gefahren. 9,3. 9,3 Rekord. 9,3. Boah, irre. Und? Alle? 113 Meilen haben wir jetzt schon. 113 Meilen, wir haben noch nicht mal 24 Stunden. Nee, unter 24 Stunden. Oh. Wahnsinn. Sind wir losgefahren? 14:30 Uhr? Ja. Schon ordentlich. Jetzt geht's den richtigen Fischen an den Kragen. Wir haben ja auch eine neue Angel. Jetzt muss sie mal getestet werden. Und das ist der Köder, den haben wir von Jeffrey bekommen. Mhm. Ein Mordsding. Ich glaube, das wird unser erster Thunfisch über 1,20 Meter. Das wäre doch mal was Schönes. Hoffentlich hält die Angel das aus. Herrliches Segeln, kaum Welle, machen immer noch 6,5 Knoten Fahrt. Oh, die Annette hat jetzt ausgeschlafen und jetzt frühstückt sie erstmal ausgiebig. Genau. Mit selbstgemachter Metwurst im Glas. Ja. Guten Appetit. Danke. Auch mit unserer neuen Investition klappt es mit dem Angeln. Wir haben nämlich eine neue Rolle und eine neue Angel uns angeschafft, um auch etwas größere Fische rauszuholen. Da sind wir mal gespannt, was da jetzt drin ist. Hoffentlich ist das auch was Größeres, aber es fühlt sich nicht so an. Da kommt er. Oh ja, ein Mai Mai. Oh, kleiner, das ist ein schönes Ding. Guck dir den an. Wow. Super. Unser heutiger Ankerplatz, Isla Quebaco. Total wilde Insel, schön grün. Verbringen wir heute die Nacht. Hoffentlich sehr geschützt. Und seid ihr erschöpft von der anstrengenden Nachtfahrt? Weiß ich nicht, ne? Erschöpft? War schön und verdammt schnell. Ja. Und ich. Du hattest ja die einfache Schicht. Genau. Du hast ja nur von 9 bis 12 und dann von 6 bis 9. Und ich hatte die Schweinewache. Von 24 Uhr bis 3 Uhr. Aber
ich habe jetzt heute tagsüber gut geschlafen. Fahrt nach Boca Chica, chillt hier die Chica in der Hängematte. Weil der Wind von vorne kommt, glaube ich. Das ist hier in der Nähe von David. Schöne Gegend. Da trocknet der Thunfisch, damit wir wieder mal ein paar Snacks haben. Wir haben uns dazu entschieden, mal wieder eine Woche an einem Ort zu bleiben und zu entspannen. Und so sieht das dann aus, wenn wir entspannen. Dort wird ganz fleißig geschrubbt und sauber gemacht. Ja, die Limelight, die muss ja auch mal wieder blinken für die Videos. Und da wird Schinken gemacht, ganz neu. Das sieht dann so aus, der baumelt hier vor sich hin. Das kann man leider wegen dem Licht so schlecht sehen, aber der sieht echt richtig gut aus. Ja, und ich kümmere mich ein bisschen wieder um Gelcode. Und das alles bei der Aussicht. Aber leider dürfen wir nicht an den Strand. Wir müssen arbeiten. Stimmt, es wird Zeit, dass wir mal ein bisschen Frisbee werfen, jetzt wo wir eine neue haben. Ja. So aus, als ob es heute mal wieder eine Kokosnuss gibt. So wir wollen heute gemeinsam was essen gehen. Wir haben Karin von der Lucy getroffen. Genau, das ist sie. Und nehmen schon mal das erste Bier. Das ist voll geschissen vorne vom Vogel. Echt? Das ist ein Schweiß. Ach, der schwitzt so. Ja. Der schwitzt so. Buenas. So, auch jetzt habe ich. Der Strand von Parida. Jetzt krabbelt die Palme hoch. So, pom, 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 du, ja? Jetzt darfst du fallen. Fallen. Ja, dann nicht so. Das ist hier total wie auf dem Messer. So, jetzt kann ich wieder stehen.
Ciao. Das Ganze, wie so ein Brett ist das hier so schmal. Wahnsinn. Aber zu hoch. Sakadu! Wir haben das ja schon mal versucht. Der Phil und ich haben das versucht. Jetzt wollen wir mal schauen, was beim Glenn hier läuft. Achtung! Baum fällt! Jetzt kann ich schön auf den Kopf fahren. Wow! Achtung, es kommt noch mehr. So, wir machen eine Landtour auf Isla Parida und erkunden ein wenig die Insel. Das ist schön. Schon wieder ein Fluss. Super. Wer hat denn die noch Hilfe? Oh, jetzt ist gar niemand ins Wasser gefallen. Nein. Ja. Doch extra deswegen und gefilmt. Genau. Ja, wieso? Da ist doch schon eine Kerbe drin. Ja, aber du musst den Umfall. Wenn es gewinnt ist. Ja. So, fertig. Und wie viel hast du geschafft? Warte. Nee, die andere Seite musst du nehmen. Du Tier! So, wir haben die Insel einmal überquert. Meins? Ja. Wird schon gut sein. Das Beste daran ist, wir müssen ja nochmal zurück. Wieder mal Kokosnussangel. Wenn die Machete da oben bleibt, muss sie da hochklettern, ne? Mach die gleich da oben auf, ja? Ja, mach gleich auf. Ah, da ist ein Haken besser. Endlich haben wir mal jemanden gefunden, der weiß, wie man an die begehrten Kokosnüsse rankommt. Ja, schauen wir mal. Der Frank, der hat hier so einen Haken, also wie so ein Gaff. Und das wird da jetzt dran befestigt. Oh. Super. Nur daran, weil keiner es schafft, da hochzukommen. Genau. Jetzt kommt da unten noch ein Seil dran, wo man dann ziehen kann. Sehr gut. Und so, jetzt? Jetzt bist du an der Reihe mit Fangen. Ja. Pass auf, dass du noch nicht auf den Kopf kommst. Ja, eben. Also ich gehe immer weg. Ja, besser ist es. Das ist jetzt der Fischer vom Pazifik. Mhm. Ja. Ja. Da sind zu viele Strunkelchens dran. Ja, das war die erste. Die läuft gleich aus, ja? Ne? Da läuft noch nichts. Ja, das ist alles hier zu. Ja, die müssen Kokos. Die ist schon ordentlich. Kokosmatten auslegen müssen hier. Ja. Also das hat schon mal geklappt. Oder? Das ist doch gut. Super. Fantastisch. Aber das ist jetzt wirklich bestimmt die dritte oder vierte Verbesserung. Und jetzt geht es super. Und hier wird sich das Sperma einverleibt.
Also das sind jugendfreie Videos, die wir hier drehen. So sieht eine Kokosnuss von innen aus, die noch nicht ganz so reif ist. Oder? Es könnte auch eine Trinkkokosnuss sein. Oh. Na bitte? Hier hast du noch eine Sperma. Sind alle noch nicht so richtig. Also wie ihr seht, ist die Fradolinsche Kokosnusstechnik hervorragend. Zumindest erfolgreich. Also, wenn ihr nähere Beschreibungen dazu haben wollt, ne? Nachfragen aus. Schreibt uns einen Kommentar. Der Frank sagt, wie das geht dann. Mitten im Nirgendwo findet man einen Steg. Endlich mal einer, auf dem man laufen kann, ohne Angst zu haben. Und das auch nur minimal überm Wasser. Ja, am Ende der Welt gibt's eine Eco-Lodge. Das ist ja mal was. So wollten wir auch immer mal Urlaub machen. Na, das kann man aushalten. Da ist ja sogar Wasser drin. Super Anlage, total leer, geschlossen. Strandzugang. Während den Corona-Zeiten hat man echt das Gefühl, dass jedes Hotel, was man sieht oder was man so vorfindet, dass alles irgendwie so etwas wie ein Lost Place ist. Es ist alles verlassen, einsam. Nicht hier runtergekommen, aber schon auch nicht so bewirtschaftet wie zu normalen Zeiten auf jeden Fall. Suche mein. Ihr braucht springen. Wir sollen doch springen. Da kommt man kommt dazu. Oh, oh, oh. Ich krieg deine Hand auch nicht. Ah, ich krieg Mama nicht drauf. Ja. Du musst Mama filmen. Ich krieg deine Hand nicht. Ja, ja. Da bin ich drin. Dann zieh ich die Schuhe aus und komm her. Durch. Gib mir die eine Hand und ihm die andere Hand. Bist du drüben? Ich bin drüben, danke dir. Siehst noch. Du oh, wohl. Perfekt. Ach, wohin geht's, würde ich sagen. Und mir gibst du die linke Hand. Die Frank, die rechte. Warte. Und dann drauf lassen. Da unten drauf. Auf den Stein? Auf ja. Den Stein, ja. Dankeschön. Bitte schön. Oh, Papa. Ah, nee, du nicht. Du hast mein Handy im Rucksack. Okay. Oh, wir schlagen uns jetzt hier querfeldein durch den Dschungel, weil ja alle nicht den gleichen Weg wieder zurückgehen wollten. Aber wir haben ja zwei, die mit der Machete vorne hier
Platz machen für uns. Der Glenn hat einen neuen Freund gefunden. Der begleitet uns schon die ganze Zeit. Ih, leck mal wen anders. No. So, auch heute wieder Kokosnussernte. Unsere eigene Plantage, hä? Aha. Das ist hier die Kokosnussabfüllstation. Ich glaube, ca. 12 Kokosnüsse wurden geerntet. Also, kannst du sagen, wenn ein starkes Regen auch ganz gerne. Heute, am Valentinstag, zeigt der Papa der Limelight mal, wie sehr er sie liebt, indem er neue Maststufen anbringt. Es geht langsam vorwärts, eine Stufe ist schon angebaut, die zweite sieht so aus, als wäre sie auch bald da. Der Glenn hat mal 5 Minuten frei und schon liegt er Zielscheibe für Heier. Birgits Wasserhängematte. Heute geht's zum Shoppen nach David, gemeinsam mit Dorothea und Frank. Was ein schönes Licht zum Filmen. Oh ja. Also hier in Boca Chica. Hier ist immer ein bisschen tricky durch Ebbe und Flut, das Ding hier festzumachen, weil nachher bei Niedrigwasser fällt das hier alles trocken. So, nach 3 Stunden
haben wir unsere ganzen Taschen und Koffer voll. Sitzen also hier in David am Busbahnhof und müssen wahrscheinlich jetzt hier 2 Stunden warten, bis der Bus Richtung Boca Chica fährt. Da müssen wir dann an der Panamerika-Abzweigung nach Boca Chica runter umsteigen und hoffentlich kriegen wir da auch sofort wieder einen Bus. Hat dir das Einkaufen denn auch Spaß gemacht? Genauso viel Spaß wie immer. Ich kann mir keinen besseren Zeitvertreib vorstellen. Das muss ich anmerken, war ironisch gemeint. Aber hier ist jemand, dem hat das richtig Spaß gemacht, oder? Nein. Auch nicht? Ich mag einkaufen nicht. Was brauchst du jetzt noch? Obst und Gemüse muss ich erst noch irgendwo vom Stand her bekommen. Okay. Und dann war's. Ah, es ging doch schneller. Bitte. Ja, das muss jetzt hier alles da unten rein. Und dann fährt der Bus auch gleich los. Wir sitzen im Bus. Im Bus. Oh, der zweite Bus wartet auch schon auf uns. Und jetzt geht's los. Ist das schwer? Nein, nein. Habt ihr alle einen Platz gefunden? Ja. Okay. Da müssen wir ja mal Trinkgeld geben, wa? Ja. So, wir sind wieder sicher hier an unserer Mole angekommen. Das ganze Gepäck. Das ist eine Dreckschüssel, ey. Das war halt den Gepäck. Bei jedem Buckel ist man. Warte mal. So sieht es nun aus, wenn als wir wiederkommen vom Einkaufen. Unser Ding liegt da unten. Das von der Fradolin ein Stück weiter. Jetzt muss es wohl irgendwie über die Steine gehoben und durch den Matsch gezerrt werden. Deine Schuhe. Alles eingeladen. Und auch meine Männer haben es geschafft bis zur Limelight. Los, Untergang. Wir sind da. Super! Perfekt! Ab mein Dingi vollgeladen, voll mit lauter schönen Sachen. Das ist ein Video und Mama ist gar nicht drauf. Oh, 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 oh. Wow! Wow! Mama, du bist immer noch nicht drauf. Das weiß ich. Aber muss auch nicht sein. Drauf. Meine Arme sind nicht lang genug. Das stimmt aber nicht. I am sailing through the water. Cross the sea. So, wir haben uns noch mal dazu entschieden, essen zu gehen. Aber ihr wollt ein Bild haben? Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes regnet es Windspäden. Oh, jetzt weg.